Es ist ja alles relativ. Der Fleischkonsum sei zu hoch, heißt es. In der Schweiz wurden 2022 rund 51 Kilo Fleisch gegessen pro Jahr und Kopf. In Deutschland ist es ein bisschen mehr, 53 Kilo. Aber das natürlich, ist das jetzt viel, ist das wenig, das ist alles relativ. Denn es ist mehr als das Doppelte als nach den Napoleonischen Kriegen. Da wurde unter 20 Kilo Fleisch gegessen. In unseren Breitengraden im Spätmittelalter allerdings noch über 100 Kilo. Eben viel wenig. Was heißt das schon? Fleisch schlecht zu machen ist aus meiner Sicht falsch. Sicher aber erleben wir im Moment einen wahnsinnigen Ernährungswandel, der angetrieben wird durch sozialen und moralischen Druck und kombiniert mit neuen technischen Möglichkeiten und Errungenschaften. Die Fredag ist ein Unternehmen der Foodgruppe Orior Holding SA und hat 1996 bereits McQuorn eingesetzt. Das ist nichts anderes als ein fermentiertes Myzel eines Schlauchpilzes. Ich rede heute mit Michael Leutwiler, er ist CEO von der Fredag. Michael, bei der Fredag wurde offensichtlich bereits Mitte der 80er Jahre die langfristige Entwicklung richtig eingeschätzt. Gegenwärtig werden ja ordentlich Investitionen in plant-based Fleischersatzprodukte gepumpt. Und grundsätzlich haben wir zwei Richtungen. Das eine sind Produkte, die aus pflanzlichen Grundausgangsstoffen zusammengesetzt sind. Und das andere ist die In-vitro-Methode, bei der wirklich Muskelfasern im Labor gezüchtet werden. Jetzt kannst du mir einfach als Einleitung eingangs mal erklären, so aus deiner Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wie wird sich das entwickeln? Es ist natürlich relativ schwer, da eine Prognose zu machen. Wir leben in einer sehr turbulenten Zeit, in einer verrückten Zeit. Und beide Technologien haben natürlich Vor- und Nachteile. Grundsätzlich sind beide Technologien dafür geeignet, dass wir die Bevölkerung dazu bringen können, weniger tierisches Fleisch zu essen, was natürlich aus einem Nachhaltigkeitsgedanken also absolut legitim ist und denke ich auch notwendig ist. Jetzt eine Prognose zu machen, welche Technologie am Schluss das Rennen machen wird, ist relativ schwierig. Ich glaube, bei beiden Technologien, 3D-Druck wie auch im Bereich von In-vitro-Fleisch, wird es so sein, dass wir sicher im Bereich des Upscalings noch diverse Hürden haben, die zuerst bewältigt werden müssen. Im Bereich von pflanzlichen Proteinen über zum Beispiel Nassexkursion umzuwandeln in eine Fleischalternative, da sind wir doch relativ schon weit. Wir haben bewiesen, dass das Upscaling funktioniert. Wir sind auch preislich heute auf einem Niveau, das der Konsument akzeptiert. Ich glaube, wichtig ist, dass wir weiterhin einen technologischen, aber auch einen Entwicklungsschub haben im Bereich der Aromatisierung, im Bereich von der Faserung. Da gibt es sicher noch Potenzial. Wir haben in den letzten 3 Jahren aber einen Schub erreicht, der bisher wirklich so noch nie in diesem Bereich möglich gewesen ist. Und ich glaube, alle sind sich einig, dass die Artikel, welche wir heute im Supermarkt finden, komplett etwas anderes sind als das, was es vor 20 Jahren auf dem Markt gab. Und ich glaube, diese Technologie, diesen Fortschritt, der wird weiter vorangetrieben und am Schluss wird Qualität und der Preis darüber entscheiden, was der Kunde schlussendlich kauft und in seinen Warenkorb legt. Ich glaube aber, die Politik wird ja auch einen maßgeblichen Teil dazu beitragen. Die grüne Nationalrätin Merit Schneider sagt ja im Juni, die Schweiz dürfe die Entwicklung dieses Zukunftsträgers, dieses Marktes des Kunstfleisches nicht verpassen. Man müsse diesen Pflanzen, also diese Alternativen irgendwie vereinfacht durch das Bewilligungsprozedere durchbekommen.
Sie war nicht alleine, nämlich auch ein SVP-Nationalrat, der Metzger Mike Egger, hat das befürwortet. Es ist ja eines ganz klar, Hämoglobin ist das magische Bestandteil für den echten Fleischgeschmack. Und es ist ja eine Möglichkeit, dieses Hämoglobin zu produzieren, das Gen aus der Sojapflanze, dass das in einem ganz kleinen Ausmaß produziert, in eine Hefezelle einzuschleusen und die Hefezelle produziert das viel schneller. Aber Gentechnik ist verboten. Das heißt, das müsste ein Bewilligungsverfahren auslösen oder durchlaufen. Wie ist es in der Schweiz überhaupt generell, wenn ihr so etwas auf den Markt bringt? Wie kommt ihr da mit solchen Bewilligungsprozedere voran? Grundsätzlich regelt das Gesetz ganz klar, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Im Bereich von diesen neuartigen Technologien, diesen fortschrittlichen Technologien, die es in der letzten Zeit gegeben hat, gibt es diverse Produkte, die unter Nouvelle Food laufen. Die brauchen ein behördliches Bewilligungsverfahren, bis sie zugelassen werden, diverse Tests, damit die Produkte auch wirklich sicher sind. Und ich glaube, das ist das oberste Gebot von uns allen Lebensmittelproduzenten, dass wir sichere und gute, qualitativ hochstehende Produkte auf den Markt bringen können, die Konsumenten mit gutem Gewissen konsumieren können. Eines eurer neuen Produkte, deshalb bin ich nämlich auch hier, hat mich in der Küche unglaublich beeindruckt. Es ist ein pflanzenbasiertes Produkt, der nennt sich, glaube ich, Redefine Meat. Korrekt. Und dieses Teil ist roh, fleischig, blutig. Es ist ein Basisprodukt mit einer faserigen Struktur, mit dem ich als Koch arbeiten kann. Ich bekomme also nicht nur irgendwie wieder ein vorgefertigtes Schnitzel, das ich nur noch anbraten kann, sondern es ist ein Produkt, das mir einfach eine Basis bietet, das ich ganz verschieden anwenden kann. Ohne jetzt, dass du ein Betriebsgeheimnis verraten musst, aber auf welcher Basis wird so etwas hergestellt? Es sind natürlich ganz unterschiedliche Technologien, wie ich vorgängig auch erwähnt habe. Einerseits haben wir die Nassextrusion, welche wir bereits vor 18 Jahren investiert haben, wir relativ viel Know-how haben. Der Fächer ist aber heute relativ breit und gerade auf technologischer Seite kann man natürlich nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das heißt, für uns ist es auch wichtig, natürlich als Pionier und als Marktleader, Trends aufzuspüren und mit Startups zusammen zu kooperieren. Redefine Meat war jetzt gerade so ein Startup aus Israel, das heute in Holland produziert, das im 3D-Druckverfahren produziert und wir sind natürlich stolz, dass wir dieses Produkt exklusiv in die Schweiz bekommen haben und wirklich auch als Neuheit an der Regio dann präsentieren dürfen. Darf ich fragen, gibt es da Produktlinien von dieser Firma, die schon zugelassen sind in anderen Ländern und bei uns noch nicht? Es gibt gewisse Produkte, die eine EU-Zulassung haben, bei uns in der Schweiz noch nicht. Und wir hoffen natürlich, dass wir da möglichst schnell die ganze Palette von Produkten natürlich auch in unser Sortiment führen können. Jetzt haben wir dann bald wieder IGEO. Das ist die Messe für Gastronomie und Hotellerie in der Schweiz, in Basel. Die Messen haben ja auch keine leichte Zeit im Moment, weil alles auf diesem Social-Media-Markt umherhöntert, online bestellt und dann wieder ein Retourenchaos auslöst. Und ich glaube, die Messen bringen ein Ass, das sie haben, nie wirklich ins Spiel und das ist nämlich das Anfassen. Das mit dem Finger draufdrücken, das ist ja uns Menschen gegeben und das ist das, was eine Messe schön macht. Wie wichtig ist bei euch an so einem Messeauftritt das Anfassen und? Absolut sehr wichtig. Und ich glaube, ich war jetzt dieses Jahr an zwei großen Foodmessen und der Massenauflauf hat auch gezeigt, doch Messen sind nicht etwas von gestern, sind wichtig. Die Leute möchten das, möchten wirklich die Produkte auch spüren. Natürlich nicht nur spüren und anfassen. Eine Foodmesse lebt natürlich auch von der Degustation.
Ein zweiter wichtiger Aspekt jetzt als Aussteller, den ich natürlich sehe, ist, wir bekommen 1:1 direkt ein Kundenfeedback. Das heißt, wir spüren einerseits Bedürfnisse der Kunden direkt und wir bekommen ein Feedback zu den Produkten, die wir zur Degustation anbieten und können uns so natürlich verbessern und die nächste Generation der nächsten Produkte schneller und einfacher auf den Markt bringen. Wenn du jetzt so auf die Schnelle eine Hypothese in den Raum werfen müsstest, wo steht Kunstfleisch in 10 Jahren? Was würdest du schätzen? Grundsätzlich wird sich die Fleischtheke verändern. Ich glaube, Fleischalternativen per se, die sind da, um da zu bleiben. Also das ist nicht ein kurzfristiger Trend, der dann wieder verpuffen wird. Aktuell sind wir eher in einer leichten Stagnation. Das ist aber ein großes Thema wie diesem nichts anderes als normal, bevor wir dann in ein gesundes Wachstum wieder rübergehen. Das sehen wir auch jetzt in pflanzlichen Fleischalternativen absolut so gegeben. Ich glaube, die Fleischtheke grundsätzlich wird sich so verändern, dass wir neben dem Fleisch wirklich in Zukunft einen Bereich mit Fleischalternativen haben, welchem den Konsumenten die Möglichkeit gibt, bewusst zu entscheiden, welches Produkt er heute zu sich nehmen wird. Michael Leutwieder, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.